Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Last of Us mit mir natürlich. Und letztes Mal haben wir aufgehört. Die letzte Folge war zu lang geworden, nachdem ich diesen anfänglichen Fail hatte mit Ellie da, die da rumgebackt ist. Beziehungsweise die Leiter rumgebackt ist, aber alles gut, alles prima. Obwohl hinter mir könnte auch ein Gegner sein, ne? Da ist ein Zettel. Und ein Baseballschläger. Den Baseballschläger nicht natürlich mit. Okay, so. Ach nee, das ist kein Zettel. Ugh. Medizin, sehr schön. Gut, der Baseballschläger ist super. Liegt hier noch was eventuell? Nee, okay, dann gehe ich mal ins Nebenraum hier. Hier liegt bestimmt noch was. Hat mich gerade jemand gesehen von den Gegnern? Ich kann mal gucken, ob hier jemand ist. Ne, ich höre niemanden. Okay. Liegt hier wirklich nichts? Es ist einfach so ein leerer Zimmer mit einem Raum. Boah, voll scheiße. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, dass hier nichts liegt. Völlig umsonst den Weg gegangen. Na, ja, nicht so schlimm. So, wir hätten dann. Oh, da oben ist auf jeden Fall ein Gegner. Gehen wir erstmal hier hin. Mal gucken, was hier so schönes liegt. Wenn ich jetzt die Scheibe einschlage, glaube ich, dann nehme ich so viel Aufmerksamkeit auf mich auf. Das wollen wir ja nicht. Da ist jemand. Aber wie läuft der? Okay, der läuft so. Oh Gott, hier liegt ja nichts. Außer ein Stein, aber. Okay, wahrscheinlich könnte ich einen Stein werfen, um ihn zu betäuben. Dinge. Hör auf, das zu bewegen, mein Gott. Also bis jetzt war Ellie nur eine Last gewesen gerade. Zuerst das mit der Leiter und jetzt dieses komische Ding, was sie zum Rollen bringt die ganze Zeit. Alter. Ellie, ist alles okay bei dir? Du machst so viele Geräusche. Wo ist der Typ? Da ist er. Da kommt die Richtung, glaube ich. Wie läuft er? Er läuft so. Okay, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ist ja noch einer. Taktischer Rückzug. In den zweiten habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, da ist der zweite Mann. Gut, dann muss ich anders rangehen. Vielleicht muss ich hier in das andere Fenster einsteigen. Mal schon gucken. Wahrscheinlich sogar. Ja,
Wer hat mich denn jetzt gesehen? Angeblich. Ah ne, das ist das Geräusch, wenn ich immer von dem Linksmodus rausgehe. Gut, dann warten wir mal hier. Scheiße. Also er ist jetzt wirklich nicht eine Hilfe gewesen. Muss ich mal ehrlich zugeben. Bis jetzt war die wirklich keine Hilfe. Wie Geräusche die auch vorhin gemacht hat, oder sie. Ich hoffe, dass die Qualität... Oh mein Gott, da kommt. Chance. Das war jetzt richtig doof gewesen. Aber richtig doof. Weil eigentlich habe ich ja 3 gedrückt. Ich frage mich, warum er jetzt nicht ihn gepackt hat, sondern ihn gleich. Okay, egal, scheiß drauf. Fordere nicht das Spiel heraus, sonst fick dich jetzt noch. Was liegt hier so schönes eigentlich? Welche Warte mal, kann ich eigentlich das Ding verbessern? Ne, okay. Aber ich kann Medizin herstellen, aber ich werde jetzt auch für die Medizin auch sparen. Schnell schuld, bitte. Ich habe Angst. Deswegen mache ich so viele Geräusche mit solchen Wasserbehältern und verkackten Eimern, aber ist okay. Mach schnell. Schloche. Wenn du wüsstest, wie ich leide wegen dir. Wegen dir musst du dein Spiel schon neu laden, ne? Okay, der Typ chillt die ganze Zeit da im Raum, ne? Frage ist, wie chillt er? Okay. Wenn ich jetzt ziele... Okay, komm. Räume. Hat er mich gehört? Wo ist der Typ? Der hat das nicht ernsthaft gehört, oder? Der hat das gehört, ich weiß nicht. Seine Flagge! Oh! Gib mir Noch einer? Da. Okay, Notiz an mich. Benutze die Pfeile und Bogen nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass man das richtig krass hören kann. Das hätte ich ja im Nahkampf versucht zu töten, ne? Weil der hat ja mich gar nicht gesehen. Ja, okay. Na, meint. Zum Glück waren das nicht viele. Aber ich merke mir das mal, wenn ich wieder gegen diese Fireflies, Fireflies sag ich schon, gegen diese, Hunters kämpfen muss. Oh Mann, ist doch voll scheiße, Weißt du, da hast du alles stealth-mäßig unter Kontrolle gehabt und dann hören die einen Pfeil, Ja gut, den Pfeil haben die auch vorher schon gehört, aber trotzdem.
Richtig assi. Na gut, jetzt wo alle tot sind. Vielleicht sollte ich mich heilen, oder? Ne, ich behalte den mal so. Shit. Vor allem, die waren im oberen Stockwerk. Wie hat er das denn gehört, ey? So. Jetzt kann ich ruhig die anderen mal looten hier. Da ist mein Pfeil. Aber gut, der Pfeil hat den anderen zum Glück abgelenkt, ne? Aber trotzdem ist das assi. Oh, Heilung. Ich wollte doch so schön eine Stelle mal stealth-mäßig schaffen. Oh gut, ich glaube, ich habe das schon mal geschafft. Aber es ist egal. Es ist egal, es war trotzdem assi, dass sie mich erwischt haben. Na gut, never mind. Ab nach oben. Die suchen mich, ne? Es ist nur der eine. Schauen wir mal, ist es der eine nur? Oh. Oh. Bereit zum Spielen? Hat das mich erschrocken. Komm. Wenn der hier steht und dann weggeht, werde ich ihn packen und würgen. Hi. Oh man, ich hasse solche Stellen, ne? Wo man einfach nichts tun kann, außer abwarten. Aber jetzt, wo man das gesehen hat mit dem Spiel gesehen hat, ne? Hat man hoffentlich dann auch jetzt gemerkt, dass ich mit der PlayStation 5 nicht gelogen habe. Nicht, dass ich jetzt meine, dass ich lüge, aber trotzdem. Echt krass. Ich habe da eben gerade irgendwas gehört, aber warum? Egal. So, oh, da sind noch zwei. Oh, das sind drei. Drei von denen sogar. Und dann denke ich mir so, warum habe ich es nicht Stealth geschafft? Und wie sieht's aus? Nichts. Was gesehen? Dito, überhaupt nichts. Suchen wir weiter. Oh. Aber jetzt was. Herrgott! Hier drüben! Diese Drecksau! Hä? Wo kommst du denn her? Alter! Das hätte ich nicht machen sollen. Alter, hast mich erschrocken. Alter, wie viele kommen denn noch?
Rainer? Alter, haben die mich erschrocken gerade, ne? Also der eine, der von hinten kam. Warum kamen denn die anderen? Die waren nicht in diesem Raum drin, oder? Nee. Ach, ist das Spiel manchmal komisch, ja. Egal. Es ist auch schon viel einfacher, wenn man Schusswaffen hat und nicht irgendwie mehr mit den Fäusten oder sowas ähnlichem rumlaufen muss. Danke für den Muni. Oh, Baseballschläger. Oder hat der andere... Die Eisenstange hat mehr Leben. Ja, nämlich die Eisenstange. Obwohl, der andere hat auch eine Eisenstange fallen lassen, oder? Hier irgendwo? Nee, okay. Boah, es ist aber trotzdem voll assi, ey. Vor allem der eine, der mich erschrocken hat. So. Wir gehen weiter. Obwohl, eigentlich muss ich nicht mehr schleichen, oder? Eigentlich habe ich ja alle gekillt. So. Oieiei. Also, ich werde auch mal gucken, ob ich auch mal irgendwelche Let's Plays oder irgendwelche Projekte mit Facecam aufnehme. Weil ich glaube, so ein Facecam wäre bei mir nicht schlecht, wenn ich nicht jedes Mal so erschrecke wie jetzt gerade. Sagt er was? Ach, der Baseballschläger. Okay, hier lag nichts mehr. Ellie? Steht mir nicht im Weg rum. Ich werde auch, glaube ich, bei irgendeinem Projekt, ich sag jetzt nicht den Namen oder was es sein wird, werde ich auch eine Facecam machen. Aber nicht bei allen. Es macht bei vielen einfach keinen Sinn. Zum Beispiel bei, also Spiele wie Last of Us, okay. Aber ich glaube so, wenn ich Devil May Cry spiele, braucht man da unbedingt keine Facecam, weil was soll man damit machen? Weil Devil May Cry ist einfach nur ein Hack and Slay, das ist jetzt nicht so ein Rollenspiel, wo man sich denkt so, boah, voll die krassen Emotionen, ich weine gleich. Obwohl ich auch kurz davor stand, sag ich mal, Tränen zu bekommen. Toilettenpapier. Okay. Kurz davor stand, Tränen zu bekommen. Also, es war auf jeden Fall eine Stelle erinnere ich mich noch gut. Und zwar da, wo man, also es ist emotional, es war auf jeden Fall sehr, sehr stark, diese Szene. Und zwar da, sollte vielleicht spoilern, schaut einfach mein Let's Play, dann wisst ihr Bescheid. Erstmal wieder Werbung machen. Oh, Mann, hör auf, dich in den Weg zu stellen immer. Geht doch. Oh, da ist was drin. Wenn ich Taschengeld hätte. So, ich hab zu viel von diesen Dingern. Vielleicht sollte ich mal hier was herstellen. So. Gut. Ich könnte es auf Ellie werfen, aber ich bin jetzt nicht so ein stupid asshole. Jetzt ist die Frage, wo kam ich denn? Kam schon da? Oder geht's da weiter? Von wo kam ich denn jetzt wirklich? Oder geht's hier weiter? Nee, von hier kam ich, oder? Was ist jetzt los, ey? Ich bin voll desorientiert. Okay, war schon nicht. Ein Stein in der Bade. Bah, widerlich. So. Also langsam habe ich, glaube ich, alle Räume
Öffne die Aufzugstüren und klettere durch hindurch. Ah, okay. Also ich muss in die Richtung. Also das heißt, ich muss hier lang, oder? Mal schauen. Ja, okay, gut. Das heißt, ich guck nochmal mich hier um. Kann ich nicht sprinten? Was ist denn sprinten? Okay, sprinten kann ich nicht. Ah, okay, von hier kam ich. Genau, von hier kam ich, okay. Ja, das heißt... Ja, das heißt, ich... Regal Apartment... Regal... Oh nee, sag bloß, ich musste, dieses eine Haus da klären. Egal, ich hab's drauf. Wenn ich mal was nicht bekomme, ist ja nicht so schlimm. Gut. Und da kam ich. Habe ich da schon alles überprüft? Ich hab... Konnte man nicht sprinten oder so? Ah! Hier war ich glaube ich noch nicht. Ja, da war ich noch nicht. Okay. Oh, schrecklich. Was denn? Ah! Sie haben es sich leicht gemacht, hm? Kann man nicht sagen. Für viele war das besser, als auf einen Klicker oder einen Jäger zu warten. Glaub mir, leicht ist anders. Oh, widerliche. So. Ein Stein. Kann man damit... Okay. Oder einstecken. Ich wollte das schon auf Ellie werfen. Na gut. Dann stecke ich es lieber ein. So. Hier kann ich nichts mehr machen. Da hatte ich auch schon alles. Hier habe ich noch nicht geguckt. Da lag was. Eine Schere. Hier ist nichts. Nee. Mhm. Okay, gut. Gehen wir weiter lieber. Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Steuerung. Sprinten. Bewegung. L1. Ah, guck. So ist es doch jetzt angenehmer. Weil so kann ich nicht arbeiten, wenn ich jetzt die ganze Zeit so langsam laufen würde. Gut, von da habe ich schon alles überprüft. Ah, da hinten wahrscheinlich, aber. Ich glaube, dieses eine Ding werde ich nicht mehr finden. Aber vielleicht wird mich nochmal Ellie drauf hinweisen. Hoffentlich. Also dieses X und diesen Code. Und Tresor. Muss ich hier das öffnen? Nee, ganz nach oben, ne? Da! Was ist hier so schönes? Nix, auch nix. Okay, gut. Öffnen wir den Fahrstuhl. Drücken! Ich drück schon, wie ein Irrer gerade. Sehen, wo wir landen. Wenn da jetzt ein Klicker kommt und ich mich erschrecke, ne? Warum machst du das zu? Sicherheitshalber. Das sieht okay. Durchgang aus. Und wie komme ich da hin? Nach Durchgang. Ach, da. Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Okay. Oh, nicht so doll, nicht so doll.
Okay, ich muss Ellie klettern lassen wahrscheinlich. Komm her. Ja. Komm hoch. Da. Such mir was zum Hochklettern, okay? Los geht's. Okay. Oh shit! Ah, der hat sich wahrscheinlich wehgetan. Ich hab dich so. Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Ich versuch's. Ich hab dich zu Tode erschreckt. Was soll ich denn sagen? Okay. Wohin jetzt? Wenn ich wieder liegen. Okay, drei um die Bediente. Tauchen? Achso, Kreisgetrickheit. Okay, da ist bestimmt falsch, ne? Okay, wir finden es beim nächsten Mal raus. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Machen wir einfach beim nächsten Mal weiter, ne? Also, bis dann. Haut rein. Ciao.